Es ist beeindruckend, dass trotz dieser wirklich widrigen Wetterverhältnisse, gestern hatten wir ganz viel Sturm, heute kommt der Regen noch dazu, dass wir hier so gemeinsam ein öffentliches Zeichen für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit in unserer Stadt setzen können. Das ist beeindruckend. Wir stehen hier im Schatten des Rathauses und vor dem Rathaus steht ein großes gelbes Schild. Maas hat keinen Platz für Rassismus. Und das ist die Tradition dieser Stadt. Wenn wir einen Blick in unsere Geschichte, in die Geschichte dieser Stadt zurückwerfen, dann wissen wir, die Stadt ist zur Stadt geworden mit dem Bergbau, der sich hier entwickelt hat vor 117 Jahren. Kaum einer wird heute hier sein, der sagt, schon damals haben meine Verwandten im Mahl gelebt, sondern die meisten, die in dieser Stadt leben, sind Zuwanderer und haben Zuwanderungsgeschichte. So war das. Der Bergbau kam und die Menschen kamen nach Mahl, um hier zu arbeiten, aus allen Teilen Deutschlands, aus allen Teilen Europas, überwiegend auch aus Osteuropa. Und der Bergbau hat sie alle zusammengeschweißt. Aus Fremden wurden Kumpel. Man hat unter Tage zusammengearbeitet und man hat übertägig zusammengelebt. Die Kinder gingen in die Schule, man hat zusammen Sport gemacht, man war in der Gewerkschaft und im Verein, das war normal. Es sind in der Folge viele andere Menschen noch zu uns gekommen, aus Polen, aus der Sowjetunion, aus den Balkanländern, aus den Libanon und aus vielen anderen Ländern sind Menschen zu uns gekommen und sie haben immer hier eine offene Willkommensgesellschaft gefunden. Natürlich lief die Integration nicht immer nur problemlos, aber im Großen und Ganzen können wir sagen, Mahl war und war, Mahl ist auch nach wie vor eine liberale Stadt, in der die Fremden, die Gäste herzlich willkommen sind. Umso mehr sind wir meine Damen und Herren, sind wir geschockt von den Ereignissen. Letzte Woche Donnerstag bekam ich früh morgens einen Anruf der Feuerwehr. Es brennt. Das passiert. Es brennt am Vereinsheim, an der Hevester Straße. Es war wie ein Schock für mich. Ich war vor Ort und habe einen riesigen Brandherd gesehen und 60 Feuerwehrleute, die wirklich mit der Feuerbrunst kämpften. Ich will nicht sagen, dass es auf Leben und Tod ging, aber ungefährlich war es nicht. Und es wurde schnell klar, dieses ist eine Brandstiftung. Und warum ist das so bemerkenswert? Wir alle wissen, in diesem Haus war Fenerbahçe Istanbul, ein Fußballclub mit türkischen Wurzeln, zu Hause eine Zeit lang. Wir haben in dieser Zeit viele Schmierereien festgestellt, Hakenkreuze, Sprüche, Bekundungen, die wir alle nicht lesen wollen. Wir haben am Tag vor dem Brand jetzt auch Hakenkreuze frisch an die Wand geschmiert gesehen. Asyl, es reicht, haben wir gelesen müssen. Und am Tag danach brennt es. Die Tat ist, glaube ich, eindeutig einzuordnen, selbst wenn die Polizei im Augenblick die Täter noch nicht ermittelt hat. Es ist einfach eine Schande für diese Stadt, dass so etwas passieren kann in einer Gesellschaft wie Mahl. Ich hätte nie gedacht, dass ich eines Tages hier stehen muss zu einer Demonstration, die genau sich gegen solch eine Tat richtet. Das ist eine kriminelle Tat, das ist eine schwere kriminelle Tat und sie muss auch verfolgt werden und ich hoffe, dass man den Täter auch ermitteln kann. Meine Damen und Herren, überdies war diese Tat eine sehr feige Tat. Da gehörte nicht viel Mut oder Courage dazu, dieses zu tun. Nachts um 5 Uhr vor einem unbeleuchteten, unbewohnten Gebäude mit vielen Fluchtwegen in alle Himmelsrichtungen. Dort so etwas zu machen, das ist keine Streitkultur, wie wir sie in der Gesellschaft haben wollen. Das ist keine Meinungsäußerung, in der man sich auch begegnet und auch Sorgen austauschen kann, sondern das ist grundfeige. Und es ist auch noch schlimm, weil die Feuerwehrleute nämlich tatsächlich in Lebensgefahr gebracht wurden, in ihrer Tat die Schule vor dem Feuer zu retten, dort, wo übrigens auch die Flüchtlingskinder zur Schule gehen sollten, in der Goethe-Schule. Das ist eine verwerfliche Tat. Ich kann nur alle aufrechten Demokratinnen und Demokraten in dieser Stadt auffordern, treten Sie diskriminierenden und fremdenfeindlichen Parolen beherzt und entschlossen entgegen. Denjenigen, die in Mahl aktiv sind, in der Integrationsarbeit mit den Flüchtlingen, kann ich nur sagen, bitte lassen Sie sich nicht einschüchtern. Bleiben Sie dabei, zeigen Sie weiterhin Flagge, werben Sie weiterhin für Toleranz
und für das Grundrecht, was unteilbar ist in diesem Lande, und darauf sollten wir alle stolz sein. Hier gelten die Menschenrechte für alle Menschen, die hier wohnen, und so muss es sein und so soll es auch bleiben. Ich bin sehr dankbar, dass es Menschen gegeben hat, die diese Veranstaltung gestern und heute organisiert haben. Das ist ein gutes Signal und heute sind so viele Menschen da wie gestern. Das ist ein starkes Signal nach außen. Ich danke auch den Medien, dass sie das nach draußen transportieren. Und wir müssen das Thema weiterhin diskutieren. Es gibt einen Gesprächskreis, Malerwege zum Frieden. Sie sind alle herzlich eingeladen, sich dort einzubringen. Unter dem Dach der Volkshochschule, Frau Fries-Langer leitet diesen Arbeitskreis. Sie sind wirklich herzlich eingeladen. Ich würde mich freuen, wenn nicht nur Verbände, Organisationen, Parteien mitmachen, sondern auch der normale Bürger und die normale Bürgerin sagen, jawohl, am Thema Rassismus, und zwar gegen Gewalt, gegen Rassismus, da beteilige ich mich gerne, da bin ich dabei, da zeige ich Flagge. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind und die starke Zeichen senden. Glück auf!